Herr Dr. Michel Auli, Sie sind als Vertreter des Kuratoriums Deutsche Altershilfe beteiligt an der Zukunftsreise Altenpflege 2053. Mit welchen Erwartungen haben Sie diesen Prozess angetreten? Ja, vor allen Dingen unverkrampft und nicht ideologisch diskutieren zu können. Nun verläuft der Prozess seit knapp anderthalb Tagen. Wie nehmen Sie die Reise wahr? Ja, diese Erwartung wird wirklich erfüllt. Insgesamt hat mich natürlich auch sehr die Methodik interessiert und bin da auch gespannt, was im Endeffekt rauskommt. Weil was man schon merkt, man überträgt eine Methodik aus dem Unternehmensbereich auf einen völlig anderen Bereich. Und die erste Problematik ist ja tatsächlich, haben wir die richtigen Treiber? Und da bin ich auch noch immer gespannt, wie sich das weiterentwickelt wird. Aber wir haben ein paar Treiber, haben wir. Also von daher werde ich da auf jeden Fall was mitnehmen können. Welche speziellen Impulse möchten Sie aus Ihrer fachlichen Perspektive setzen? Naja, wir haben ja auch das Paradigma der Quartiersentwicklung gefordert und das ist natürlich sehr umfassend. Es geht sowohl um die Autonomie natürlich der älteren Menschen, genau wie um zivilgesellschaftliche Ansätze, um Ansätze, was Leistungserbringer in so einem Paradigma verändert tatsächlich machen können etc. Was erwarten Sie mitzunehmen von dieser Zukunftsreise? Ich bin einfach gespannt, ich bin offen. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist natürlich eine Methodik, also ein Impuls dazu. Ist ja Szenariotechnik. Habe ich mir immer mal angeguckt und wollte immer mal mich damit beschäftigen. Von daher finde ich, trifft das hier das jetzt ganz gut. Und man hat einfach auch nette Gespräche hier und gute Fachdiskussionen. Sie sind mitten im Prozess. Wir sind gespannt, wie der weiter verlaufen wird. Ich würde Sie gerne zwischenzeitlich nochmal ansprechen, Ihre Einschätzungen hören. Und sind natürlich ganz gespannt auf die Ergebnisse. Bis hierher vielen Dank, Herr Michel Auli. Dankeschön.